von AfD-Leuten haben ja immer so ein bisschen das Problem, manchmal ziehen sie ein bisschen runter. Ja? Wir können ja nicht sagen, dass in diesem Land alles fantastisch ist und großartig. Und ich muss Ihnen leider sagen, wahrscheinlich wird es Ihnen auch, oder Passagen meiner Rede werden auch nicht nur erfreulich sein, aber ich werde es versuchen, ein bisschen aufzulockern, damit Sie nicht völlig deprimiert nach Hause gehen. Und ich glaube, der Jüngste hier im Raum schreit schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er gerade die Broschüre mit Martin Schulz gesehen hat und ob es daran liegt, ja, aber... ich hoffe, ich kann ihn etwas aufheitern. Oder Sie, ich weiß nicht, ein Sie, ein R? Ja. Ein R, okay, gut. Also, wie schon gesagt, ich komme aus Hamburg und ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in Hamburg war. Das ist wirklich eine schöne Stadt, die ja vor allem durch die Ausrichtung der Olympischen Spiele auf sich oder international bekannt werden wollte. Nun hat sie es durch ein anderes Ereignis geschafft, nämlich durch die Veranstaltung G20. Autos brannten, ganze Straßenzüge wurden verwüstet. Das sogenannte Schanzenviertel war über Stunden ein rechtsfreier Raum. Und was man sah, entsprach eigentlich dem, an das wir uns leider schon gewöhnt haben, aber nicht gewöhnen dürfen, nämlich einem totalen Kontrollverlust dieses Staates. Wir sahen hilflose Polizei, die sich nicht traute, in das Schanzenviertel hineinzugehen, weil sie dort mit Gehwegplatten beworfen wurden. Wir sahen eine völlig hilflose Führung und vor allem sahen wir einen hilflosen Bürgermeister Olaf Scholz. Denn der Bürgermeister hörte lieber Beethoven, als sich um Bürgerschutz zu kümmern. Kein Vorwurf gegen Beethoven, ich höre ihn auch gerne, ja, aber darüber darf man seine zentralen Aufgaben nicht vergessen. Olaf Scholz wollte einen bunten oder so eine Veranstaltung, oder kündigte die Veranstaltung den G20 an. Dies würde so etwas werden wie ein bunter Hafengeburtstag. Bunt waren vor allem die Flammen, die aus den Autos und den Müllcontainern loderten, denn es herrschte der schwarze Block. Und es ist doch auch wirklich auffällig, weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, aber wann immer die Linken von Buntheit, von bunter Gesellschaft sprechen, meinen sie damit vor allem zwei Gruppierungen, die sich immer schwarz kleiden. Nämlich einmal die Autonomen und dann noch die Leute, die sich unter Niqab und Burka verstecken. Das ist das, was die Linken unter Buntheit verstehen. Und Olaf Scholz, der Bürgermeister von Hamburg, sagte auch, ich garantiere Ihnen Ihre Sicherheit. Nochmal, ich garantiere Ihnen Ihre Sicherheit. Diese Idee der Garantie hat Olaf Scholz vermutlich von Herrn Seehofer. Der garantiert ja auch einiges, vor allem gerne Obergrenzen. Aber im Vergleich mit dem, was Olaf Scholz nun geleistet hat, sind die Obergrenzen von Herrn Seehofer geradezu verlässlich. Olaf Scholz, das muss man sagen, ja, es gibt jetzt einen schönen Spruch in Hamburg. Olaf Scholz hat immer gesagt, er sei der Enkel oder er betrachte sich als der Enkel von Helmut Schmidt. Ich glaube, der Unterschied ist, bei Helmut Schmidt brannte immer die Zigarette, bei Olaf Scholz brennt die halbe Stadt. Das Staatsversagen in Hamburg ist leider absurd gewesen, aber noch absurder waren die Reaktionen. Es gab vor einiger Zeit das Sommerfest der Jungen Freiheit und dort trat der Ihnen vielleicht bekannte Rechtsanwalt Steinhöfel auf, der auch auf Facebook viel macht. Und der unterhielt die Gesellschaft und bestritt den ganzen Abend damit, dass er nur die Reaktionen, die verrücktesten Reaktionen auf den Abend, also auf den G20 zusammengestellt hat. Sie können diese Rede auf YouTube oder Facebook sehen, empfehle ich sehr, es war eine wunderbare Rede. Es gab viele Lacher, aber es sind natürlich so Lacher, bei denen man sagt, eigentlich lachen wir hier nur, weil wir die Wirklichkeit gar nicht mehr aushalten können, weil wir Politiker haben, die leider zum Lachen sind, aber die nicht mehr das machen, was Politik eigentlich machen müsste, nämlich diesen Staat vor solchen rechtsfreien Räumen und solchen Ausschreitungen wie in Hamburg zu schützen. Dies haben wir nicht mehr. Ich will Ihnen aber zwei, drei Sachen zitieren. Zum Beispiel Linken-Chefin Katja Kipping hat sich ja mit dem wunderbaren Tweet bekannt gemacht. Die Polizeiführung lässt Hundertschaft mit schwerem Gerät durch die Straßen der Hansestadt marodieren
und schikaniert Menschen, die es wagen, Bier zu trinken oder im Zelt zu schlafen. Die Eskalation geht eindeutig von den Behörden aus. Gregor Gysi sagte, V-Leute haben provoziert. Man konnte auch lesen, die AfD hätte sich in den schwarzen Block eingeschmuggelt. Ich habe schon darauf geantwortet, Sie haben recht. Rechts neben mir stand Gauland, links neben mir stand alles Weide. Ja, und wir beide waren natürlich, oder wir alle drei waren schwarz angezogen. Und natürlich einer der absurdesten Menschen, Jakob Augstein, ja, verstieg sich dann sogar noch zu der Äußerung, die Besitzer der angezündeten Autos sind nicht unschuldig und unbeteiligt. Denn das Auto selbst ist kein wertneutraler Gegenstand, sondern ein politisches Objekt. Sie wissen also, wenn Sie nachher nach Hause fahren, Sie steigen nicht in ein Auto, Sie steigen in ein politisches Objekt. Es besteht nämlich aus Rohstoffen, die unter Bedingungen geschürft, transportiert, verarbeitet werden, die man mit gutem Gewissen weder den Menschen noch, man gibt es gerne größer, dem Planeten zumuten kann. Ja, bei Jakob Augstein muss man sagen, der ja irgendwie einige hundert Millionen wohl geerbt hat, Geld macht unabhängig, aber bei Erben, das werden Sie auch wissen, macht Geld oftmals blöd.